Willkommen beim Online-Banking. Hier haben Sie Ihre Finanzen im Blick. Sie können Ihre Konten online verwalten, sowie Überweisungen und Daueraufträge abwickeln. Bequem und flexibel von zu Hause aus. Die Anmeldung zum Online-Banking finden Sie auf der Startseite Ihrer Online-Geschäftsstelle. Klicken Sie auf den orangefarbenen Button oben rechts. Hier wählen Sie Ihren Privatkundenzugang. Geben Sie nun Ihren VR-NetKey oder Alias sowie Ihre PIN ein und klicken auf Anmelden. Sie haben sich erfolgreich angemeldet. Zu Ihrer Sicherheit ist dieser Bereich TLS verschlüsselt. Das erkennen Sie an dem HTTPS und dem Schlosssymbol in Ihrer Adressleiste. Die Navigationsleiste befindet sich oben. Von hier aus gelangen Sie zu den einzelnen Online-Banking-Funktionen. Die Bereiche enthalten weitere Unterseiten, die Sie über ein aufklappbares Menü aufrufen. Die Umsatzanzeige können Sie direkt öffnen. Auf der rechten Seite finden Sie jederzeit die Kontaktdaten Ihres persönlichen Beraters. Einen Überblick über Ihre Konten finden Sie unter dem Menüpunkt Übersicht. Unser Tipp: In der rechten Spalte Ihrer Personen- und Kontenübersicht können Sie einzelne kontobezogene Funktionen direkt aufrufen. Im Bereich Umsatzanzeige finden Sie alle Umsätze des jeweils ausgewählten Kontos für einen bestimmten Zeitraum. Diesen können Sie über ein Auswahlmenü ändern. Unser Tipp: Unter Erweiterte Suche schränken Sie die Suchkriterien nach genauem Datum oder Betragshöhe ein. Wenn Sie eine Überweisung oder Umbuchung ausführen wollen, klicken Sie unter dem Menüpunkt Zahlungsaufträge auf Überweisung, Umbuchung. Wählen Sie dazu das gewünschte Konto aus. Wollen Sie auf ein eigenes Konto umbuchen, bestimmen Sie das im Auswahlmenü. Das Formular wird automatisch ausgefüllt. Geben Sie nur noch den gewünschten Betrag und Verwendungszweck ein. Wollen Sie eine Überweisung tätigen, geben Sie die Empfängerdaten ein. Bei Überweisungen in SEPA-Länder außerhalb Deutschlands können weitere Informationen erforderlich sein. Diese Informationen geben Sie in das erweiterte Formular über den Button Mehr ein. Sie sind soweit? Dann klicken Sie auf Eingabe prüfen. Ist Ihnen ein Fehler unterlaufen, können Sie Ihre Eingaben mit Klick auf den rechten Button löschen. Unser Tipp: Sie überweisen öfters Geld an diesen Empfänger? Dann speichern Sie das ausgefüllte Formular als Vorlage und sparen sich mehrfache Aufwände. Wenn Ihre Daten vollständig sind, werden Sie darum gebeten, eine Transaktionsnummer, die sogenannte TAN, einzugeben. Die TAN erhalten Sie per SMS oder TAN-Generator. Nach korrekter Eingabe Ihrer TAN erhalten Sie eine Bestätigung für Ihre Überweisung. Geschafft! Wenn Sie eine weitere Überweisung ausführen möchten, klicken Sie unten auf Neue Überweisung. Unter dem Menüpunkt Zahlungsaufträge befindet sich auch die Rubrik Dauerauftrag. Dort finden Sie zunächst eine Auflistung Ihrer eingerichteten Daueraufträge. Bei Bedarf löschen oder ändern Sie hier Aufträge. Um einen weiteren Dauerauftrag anzulegen, klicken Sie unten rechts auf Neuer Dauerauftrag. Füllen Sie das Formular aus und bestätigen Sie Ihre Eingaben mit einer TAN. Ihre Kontoauszüge, Kreditkartenabrechnungen und weitere Mitteilungen Ihrer Bank finden Sie im Postfach. Unser Tipp: Klicken Sie auf Mitteilung schreiben, um Kontakt zu Ihrem persönlichen Berater aufzunehmen. Unter dem letzten Menüpunkt Service verwalten Sie Ihre persönlichen Daten, ändern Ihre PIN, vergeben einen Alias oder sperren im Notfall Ihren Online-Banking-Zugang.
Sie haben alles in Ihrem Online-Banking erledigt? Dann vergessen Sie nicht, sich abzumelden.